Name ist Rolf Perl, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr. Die Berliner Feuerwehr ist hier um 10.56 Uhr zu einem Notfallrettungseinsatz alarmiert worden. Der eingetroffene Rettungswagen, die Besatzung haben festgestellt, dass es einer Person schlecht geht und dass sie Symptome einer Infektionskrankheit zeigt. Wenn man dann herausbekommt, wie in diesem Fall, dass die Person aus einem betroffenen Land kommt, wo wir hoch ansteckende Krankheiten haben, dann muss man diesen Infektionsverdacht sehr ernst nehmen. Das bedeutet, der Patient wird versorgt, aber die Einsatzkräfte schützen sich und es wird ein Notarzt alarmiert und ein Amtsarzt, wie hier jetzt auch, der entscheidet, welche weiteren Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Da man hier, weil alle ja schon von Ebola gesprochen haben, da man sowas nicht ausschließen kann an der Einsatzstelle, geht man eben bei einem Verdachtsfall davon aus, dass es eben eine hoch ansteckende Krankheit sein kann und entsprechend wird gehandelt. Das heißt, die Person ist mit einem Rettungswagen und dem Notarzt in die Infektiologie, in die Charité-Virchow-Klinikum gebracht worden. Dort wird weitere Diagnostik jetzt betrieben. Die Berliner Feuerwehr mit dem Rettungsdienst war hier mit 15 Einsatzkräften und insgesamt 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle vertreten. Natürlich die Polizei und das Gesundheitsamt, die auch für die Maßnahmen zuständig sind. Wir sind jetzt etwa 3 Stunden hier tätig und der Einsatz ist für die Berliner Feuerwehr auch beendet.